weiter geht's mit Timberborn in der wahrscheinlich größten und schlimmsten Dürre, die wir bisher hatten von 28 Tagen. Und man muss ganz ehrlich sagen, die Dürre schaffte uns, weil wir tatsächlich kein Wasser mehr haben. Moment, was? Nein, wir haben genug Wasser, aber wir pumpen kein Wasser mehr, weil wir viel zu viel Wasser haben und wir das nicht loswerden. Ja, es klingt ein bisschen paradox, aber wir haben zu viel Wasser und wir werden es auch nicht los. Das Einzige, was wir tatsächlich mal checken können, ist, hier mal den Wasserstand zu überprüfen. Also ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwas bringt. Das sieht mir auch sehr gleich aus. Sind die Dinger zufälligerweise sogar offen? Nee. Tja, also wir können jetzt, wir können das Ding mal anschmeißen hier und wir müssen was raussaugen, aber ansonsten versorgen wir uns jetzt tatsächlich mit Wasser und müssen Wasser vernichten, weil wir zu viel Wasser haben. Das klingt, wie gesagt, das klingt paradox, aber es ist tatsächlich so. So, was wir machen, was wir tatsächlich machen könnten, wäre hier ein bisschen was reinlaufen lassen. Das wäre möglich, das machen wir mal. Aber das ist halt auch nur so minimal, weil der Höhenunterschied halt hier auch nicht mehr allzu groß ist. Aber das können wir tatsächlich mal machen. So, dann lassen wir mal da Wasser reinlaufen. Dann können wir auch da einmal aufmachen. Wie gesagt, ich möchte ja nur, dass wir hier... Ah ja, jetzt wird es langsam. Ah, okay, jetzt wird es langsam. Was haben wir hier an Wasserstand? 0,57. Okay, dann können wir das tatsächlich wieder... Ah, wir lassen mal ein bisschen weiterlaufen. Wir lassen noch mal ein bisschen weiterlaufen. Wir haben es ja, muss man ja mal ganz ehrlich sagen. So, hier fließt das Wasser jetzt auch rein. Wie viel Wasser haben wir hier drin? 0,76. Machen wir mal auf 80 hoch. Und wir haben ja noch 24 Tage. 0,64. Dann machen wir wieder zu. Und da können wir auch noch ein bisschen pumpen und dann läuft das hier weiter. So, Vollgas. Und dann gehen wir jetzt mal unsere Städtchen durch. Aber erst will ich tatsächlich warten, bis wir hier angekommen sind, damit wir hier kein Problem haben. So, das Gebäude benötigt Arbeiter. Haben wir hier keine? Da müssen wir mal gucken, tatsächlich. Das ist ein bisschen ärgerlich. Wir können hier zwei rausziehen. Wir können auch da einen rausnehmen. Wir haben ja momentan keinen zum Arbeiten dort. Wie viel haben wir jetzt übrig? Einen Arbeitslosen. Der kommt bitte damit rein. Okay. Ja, dann sollte das auch passen. Und dann können wir jetzt mal auf hohe Geschwindigkeit weiterlaufen lassen. In der Hoffnung, dass wir hier dann keine Probleme haben. So, Sprengstoffe, da kümmern wir uns auch gleich drum. Und ihr Lieben, ihr habt in der Abstimmung momentan, ich gehe mal jetzt live drauf, bei der Aufnahme des Videos. Und wir sind tatsächlich bei 87% und insgesamt 140 Stimmen für ein neues Let's Play, neue Staffel mit den Eisenzähnen. Das heißt, dies ist die vorvorletzte Folge von dieser Staffel. Und mein Ziel ist tatsächlich, dass wir in diesen drei Folgen, deswegen lasse ich es jetzt tatsächlich auch weiterlaufen, dass wir in diesen drei Folgen ihn hier fertig bekommen. Da fehlen noch 130 Metall. Das ist mir wichtig. Und dass wir auch so ein bisschen, ja, also das Wasserproblem haben wir auch gelöst. Ich würde hier gerne noch die ein oder andere Windmühle bauen. Das wäre mir auch nochmal wichtig, weil wir haben, ihr seht, Nachfrage im Netzwerk 3000. Und hier kommen ja dann sogar nochmal 600 obendrauf. Deswegen werden wir ab heute auch keine neuen oder keine von uns mehr ersetzen. Das heißt, die Leute, die jetzt sterben, dort wird tatsächlich das Kind oder die Kinder die Sachen übernehmen. Der Goali, da ist die erste Generation oder die siebte Generation, die letzte bei Familie Goali. Goali Junior wird das Ganze übernehmen. So, jetzt haben wir hier ein nicht verbundenes Gebäude. Ja, das kommt noch. Das wird noch verbunden. Können wir hier oben mal die Sachen bauen. Obwohl wir hier tatsächlich lieber einen Strauch hinsetzen können. Und dann passt das hier
auch. Okay, so. Hier haben wir die nächste Pumpe gebaut. Da ist auch alles im Bau. Ah, nee. Hier ist auch noch eine ganze Menge im Bau. Das passt auch. Haben wir denn hier so viele Leute zugewiesen? Ja, wie viele Arbeitslose haben wir hier? 3? Ja, das geht eigentlich. Ja, das geht. Okay, also da läuft alles. Sprengstoffe sind hier noch nicht allzu viel. Und wir gehen jetzt tatsächlich mal unsere Sachen durch, damit wir hier mal ein bisschen, Boden unter die Füße bekommen. Also, damit wir mal wissen, was hier Sache ist. Also, in Bieberstein. In Bieberstein haben wir Essen, Wasser genug. Der Rest ist nicht so wichtig. Mehr brauchen wir in Bieberstein momentan nicht machen, zumal auch diese Konstruktion irgendwie völlig überflüssig ist. Aber das kommt noch irgendwie aus alten Zeiten. Das Ding könnte man theoretisch sogar löschen. Aber gut. Hey, was soll's. Wie gesagt, kommt aus alten Zeiten. Nicht so wichtig. Okay. Dann will ich hier mal überhaupt mal gucken. Wir sind bei 207. Vielleicht sollten wir überlegen, dass wir das restliche Wasser nicht verdunsten, sondern tatsächlich einmal hier reinfließen lassen. Wie hoch sind wir hier? 09. Wir machen den aus. Behalten mal. Machen den wieder zu. Ja, das sollte noch passen. Und dann gucken wir mal. Jetzt müsste er wieder voll sein. 0,97. Ah komm, wir machen hier auch gleich auf. Wir lassen das Wasser nochmal reinlaufen. Bevor ich das ganze Wasser hier tatsächlich irgendwie verquase, dann lasse ich das lieber, hier weglaufen. Ne? Also da habe ich jetzt einfach mehr von. Wir können den auch noch parallel aufmachen. Und das hier wirklich hier reinlaufen lassen, um unsere Tanks zu füllen. Jetzt gucken wir einmal hier. 1,82, da geht noch ein bisschen was. 1,84. Dann machen wir lieber hier einmal voll. 1,91. 1,90. Sehr schön. Einmal in die Pause. Einmal zu. Einmal zu, bitte. Und auch hier einmal zu. Okay, sehr schön. Dann kann das Wasser jetzt hier weiterlaufen. Wir sind noch bei 21 Tagen. Und wir haben tatsächlich ja den ganzen Tank hier auch noch. Der ist ja auch noch randvoll. Also das muss man auch nochmal sagen. Das ist ja der, also das ist Wahnsinn, wie viel Wasser wir hier haben. Deswegen, wir lassen das auch mal offen. Und wir können ja auch den Teil, der ist ja hier auch noch randvoll. Das können wir auch noch alles hier rein entwässern. Also da mache ich mir momentan, auch was das Wasser bei uns angeht, wirklich überhaupt keine Sorgen. Ihr seht es hier, das ist einfach mehr als genug. So, also nächste Stadt. Das ist Waterlock Hills. In Waterlock Hills fehlt schon wieder eine Arbeitskraft. Die können wir hier aber auch rausziehen. Ich glaube, da brauchen wir nicht mehr so viele. Können wir sogar mal auf 1 zurückgehen. Dann haben wir immer noch keine Arbeitslosen. Wir checken mal, Essen sieht gut aus, Karottenbärchen produzieren wir selbst, haben wir im Überfluss und den Rest, den gibt es hier noch nicht. Wir gehen mal kurz auf Pause und auf Go und jetzt passt es. Okay, gut, dann gehen wir auf Neukiefernborstel. Wir haben 4 Arbeitslose, das sieht gut aus. Wir haben mehr als genug Ahornsirup, wir haben Metall, 60. Wir haben die Planken. Wir haben 800 normale Planken. Gott, das ist ja der Wahnsinn. Da können wir langsam tatsächlich mal wieder was. Da können wir tatsächlich mal ein paar Plankenfabriken hier zumachen. Da haben wir mittlerweile doch, glaube ich, echt wieder genug von. Wir machen mal 2 Sägereien. Oh, wir machen 3 Sägereien dicht. Ja, das sollte erstmal ausreichen. Wir haben ja genug. Okay, wir haben 21 Metall. Das sollte doch erstmal ausreichen. Aber wir haben. Ne, wir haben das Metall nicht hier. Doch. Hä? Wo soll das sonst sein? Ist das hier? Ne. Wo haben sie das Metall denn hingeschleppt? Das hat doch hier produziert. Okay, das ist jetzt ein wenig komisch. Auf jeden Fall wird hier Metall produziert. Das ist schon mal ganz gut. Und ansonsten sieht es hier gut aus. Wir haben noch ein paar Kartoffeln. Die werden hier produziert. Kartoffeln sind bei uns tatsächlich immer heiße Mangelware, heiße Kartoffeln. Wir haben mehr als genug Kiefernharz. Da könnten wir die Produktion auch mal. Ach, die haben wir schon pausiert, weil wir so viel haben. Wir haben Blätter, wir haben Papier genug. Wir haben tatsächlich auch
mehr als genug Rohrkolbenmehl. Da könnte man mehr produzieren. Und wir haben Sprengstoff genug. Und wir haben tatsächlich mal ein bisschen Weizenmehl auf Lager. Sodass wir mittlerweile auch einen Überschuss haben an Ahorngebäck. An Rohrkolbencracker. Wir könnten tatsächlich versuchen. Na, bei den Grillkartoffeln geht es, glaube ich, nicht. Das sind nur gegrillte Kastanien. Gegrillte gelbe Teichrosen. Die haben wir tatsächlich nicht im Überfluss. Wir könnten aber mehr Ahorngebäck produzieren. Das wäre eine Möglichkeit. Dann setzen wir nochmal eine Bäckerei hin. Das können wir tatsächlich mal hier hinten machen. Einmal dahin. Da bauen wir einen Weg lang. Und da vorne in diese Ecke bauen wir nochmal ein kleines Mini. So einen kleinen Plankenzaun machen wir dahin. So. Dann kommen da hinten ein paar Sträucher mit rein. Und an die Ecke kommen noch zwei Bänke. So, dann haben wir das auch vernünftig gemacht. Und die Bäckerei hier, die wird mehr Ahorngebäck machen. Also mehr Cracker machen für diese süßen Ahorngebäckdinger. Das sollte dann passen. Wie sieht es hier aus? Da wird weitergearbeitet. Ach, die kommen da wahrscheinlich nicht ran da hinten, ne? Ah, okay, jetzt verstehe ich das Problem. Ja, jetzt kommen sie wieder ran. Okay. So, jetzt müssten wir auch sprengen können. Wir machen mal tatsächlich den Weg nochmal ein bisschen weiter. Nicht, dass wir hier echt Probleme bekommen, damit dass sie da nicht rankommen. Das wäre ja ärgerlich. So. Okay, dann gucken wir mal beim nächsten Sprengstoff. Wir hatten... Oh, das ist auch schon fertig, das Teil. Das ist ja unglaublich. Und der gute Wurm arbeitet hier. Und ich würde gerne Rohrkolbencracker... Können wir produzieren? Ja, wir haben mehr als genug Rohrkolbenmehl. Und da, wir bauen tatsächlich noch eine. Wir könnten... Nee, wir bauen nochmal nur eine noch. Einmal dahin. Und dort bauen wir einfach mal auch noch einen schicken Zaun hin. So. Okay. Dann waren wir aber noch nicht ganz fertig mit unseren Städten. Wir wollten einmal hier gucken in Brückenheim. Brückenheim hat keine Arbeitslosen. Jobs sieht ganz gut aus. Verteilungszentrum. Die Waren kommen alle an. Wir sind hier beim Wasserstand von 0,78. Da können wir regelmäßig was reinpumpen. Das sollte passen. Wie weit sind wir hier? Wir sind hier bei nur noch 1. Ja, das sollte aber auch kein Problem sein. Wir machen mal hier wieder die Schleusen auf. Machen das Ding mal voll. Einmal da bitte auch auf. Und dann lassen wir das mal. Beziehungsweise das machen wir tatsächlich nicht mehr. Ich hoffe, da ist zu. Nein. Dann machen wir dich zu. Und werden das Ganze jetzt hier rüber entwässern. Denn wir sind ja jetzt auf dem gleichen Wasserniveau. Dann können wir jetzt tatsächlich auch die Schleusen dauerhaft auflassen. Da sollte jetzt auch nichts, da sollte auch nichts passieren. Ihr seht es hier, fließt das Wasser rein. Ja, das passt. So, nächste Sprengung bitte. Und haltet euch fest. Wir fangen von da hinten an. Ah, ist das nicht herrlich. Wunderbar. Das ist ein tolles Bild. So, dann gehen wir mal hier vorne hin. Jetzt müssen wir das mal ausmachen. Ich weiß gar nicht, wo wir noch überall Sprengstoff hingesetzt hatten. Hier ist auch noch Sprengstoff. Da sprengen wir noch nicht, aber hier unten können wir schon sprengen. Und auf geht's. So. Jetzt gucken wir mal, dass wir das mal ein bisschen besser verteilen. Einmal dahin. Kommen die da auch überall ran? Ja, aber hier hinten wird es schon langsam, eng. Alles klar. Gut. Dann ist der pausiert. Dann bleiben wir, wenn wir schon sind, hier vorne. Wir haben 2287. Wir gucken mal rein. Holz haben wir genug. Wir haben alles. Wir könnten tatsächlich hier noch Sprengstoff hinbringen. Wir haben ja genug. Wir haben 4000 Karotten hier. Das ist ja der Wahnsinn. 4000 Karotten. Wer sollen die alle essen? Das muss ja randvoll sein hier alles. Das ist ja der Wahnsinn.
Das ist ja der helle Wahnsinn. Wir sollten tatsächlich nochmal ein Lager bauen. Holz haben wir tatsächlich nicht allzu viel. Wieso? Ach, wir haben da vorne noch einen vergessen. So, jetzt passt es. Überflutete Gebäude, wo? Da unten. Ja, ist auch kein Problem. Dann können wir tatsächlich mal gucken, dass wir ein paar Teile hier mal rüber schaffen. Wie viel haben wir denn? Getriebeteile haben wir 200, das passt. Und Sprengstoffe haben wir 130. Dann machen wir mal zwei weitere Routen dahin. Wir müssen mal gucken, wer dahin liefert nach Woodstock. Das ist einmal er hier. Die haben schon alles. Der kriegt schon Sprengstoff. Dann erhöhen wir mal die Liefermenge an Sprengstoff auf 50. Ja, ich würde sagen, wir nehmen mal 50. Machen wir es denn? Da. 5. Ne, das kann nichts werden. Machen wir erstmal 40. So. Wenn wir mal 40 rüberliefern, das passt schon. Gut. Haben wir hier zufälligerweise mittlerweile gegrillte Kastanien, 82. Könnten wir tatsächlich auch mal rüberbringen. Nach hier. Gegrillte Kastanien bitte. Und wir machen hier bitte ein Limit von 100 ist gut. 100 ist gut. Dann schaffen wir erstmal alles rüber. Die brauchen da hinten auch eigentlich gar keine gegrillten Kastanien. Das ist bei uns hier viel besser aufgehoben. Keine Anleitung ausgewählt. Alles klar. Hier machen wir bitte Ahorn-Gebäckstücke. Wir haben ja ein bisschen was auf Lager hier. Dann können wir tatsächlich mehr Ahorn-Gebäckstücke produzieren. Wunderbar. Wir können übrigens tatsächlich überlegen, dass wir noch einen Rohrkolben-Cracker-Produzenten machen. Ich meine, wir haben ja so unglaublich viel Rohrkolbenmehl. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber eventuell stellen wir einfach auf anderes Mehl um. Wobei wir da tatsächlich das Problem haben, dass wir nicht genug Weizen haben. Was heißt nicht genug Weizen? Wir kriegen die Produktion ganz gut gewuppt. Also eigentlich sieht es gut aus. Wenn, bräuchten wir tatsächlich mehr... Ja, mehr Rohrkolbenproduzent. Und der gute Diamond in der Generation 5 ist auch gestorben. Aber ihr Lieben, wenn ihr Bock habt, dann wird es euch natürlich alle wiedergeben. Und jetzt sprengen wir uns hier auch in beide Richtungen. Achtung! In der nächsten Staffel wird es selbstverständlich euch auch wiedergeben. Das steht, glaube ich, völlig außer Frage. Und da kommt ihr auf jeden Fall alle wieder mit vor. So wie in den letzten beiden Staffeln definitiv auch. So, ansonsten, wie sieht es hier aus? Wasserstand 0,14 ist jetzt echt ein bisschen wenig. Dann können wir tatsächlich den hier mal aufmachen, dass das ganze Wasser einmal da rein fließt. Wir haben noch 18 Tage und ja, der Wasserstand sieht immer noch gut aus. Ihr seht das hier, die Pumpen pumpen nicht mal mehr, weil unser ganzes Wasser voll ist. Ja, das verdunstet hier tatsächlich. Wir können das jetzt tatsächlich sogar mal anschmeißen, dass wir das hier rüber pumpen. Hier ist auch ein bisschen verdunstet, aber da sieht es auch noch gut aus. Also ich mache mir tatsächlich keine Sorgen. Das sieht alles sehr gut aus bei uns. Okay, in der letzten Folge werden wir übrigens mal durch die ganzen Städte laufen. Da möchte ich tatsächlich mit euch hoffentlich zeitnah diese Gerätschaft hier abschließen. Und danach möchte ich mit euch gerne durch die Lande laufen, in unseren Städten und einfach mal mitlaufen und gucken, wie wunderschön wir es in unserer Stadt haben, damit wir uns gebührend von neue Kiefernborstel verabschieden können. Und ihr könnt gerne schon mal neue Namensvorschläge in die Kommentare schreiben. Und Super Sauer in der 5. Generation ist gestorben. Tobi in der 5. Generation. Ihr Lieben. Aber schreibt es gerne auch schon jetzt in die Kommentare, wenn ihr in der nächsten Staffel dabei sein wollt. Ihr werdet auf jeden Fall alle gehört werden. Und ich schreibe mir das auch wieder alles auf. Definitiv. So, wie sieht es hier mit Metall aus? Wieso haben wir denn hier 10 Metall? Das
Das verstehe ich nicht. Wieso haben wir denn hier Metallblöcke? Der produziert doch hier Altmetall. Haben wir das da hingeliefert? Moment, haben wir das da hingeliefert? Wenn ja, wieso? Biberfeldbach. Da ist kein Metall. Brückenheim. Ah, doch, die bekommt tatsächlich 10 Metall. Okay. Was hatten wir denn hier Metall geplant? Ach, doch, ich erinnere mich. Wir wollten hier mal eine große Brücke bauen. Deswegen heißt das ja Brückenheim. Und für diese Brücke hatten wir uns hier 10 Metallblöcke rübergeholt. Ja. Jetzt erinnere ich mich wieder. Okay, alles klar. Gut. Wie sieht es eigentlich hier aus? Die können sich hier eigentlich mal was Schickes bauen, oder? Also, die brauchen ja hier nicht geistlos rumfuhrwerken. Die können sich hier tatsächlich mal eine Dachterrasse nicht. Pass mal auf, wir machen das tatsächlich mal. Wir machen mal ein bisschen langsamer und geben diesen beiden Bibern hier mal ein bisschen was zu tun. Ach, guck mal, die warten schon in freudiger Erwartung. Ja, es gibt Arbeit. Genau. Ihr könnt euch bitte ein Schlammbad bringt uns hin. Nix, ein Freibad. Ach, guck. Hier vorne hin. Ja. Ein Freibad könnt ihr euch bauen. Genau. Einmal Freibad bitte. Mhm. Ich hoffe, da brauchen sie... Nein, da brauchen sie Planken für. Muss ich jetzt hier Planken hinschaffen? Planken haben sie. Ja, dann sollte das ja kein Problem sein. Gut, dann kriegen sie als nächstes einen kleinen Schrein. Die sollen ja auch an den heiligen Bibergott beten dürfen. Und die kriegen natürlich auch noch ein kleines Lagerfeuer. Zack. Und ein Haus kriegen sie natürlich auch. Das ist, glaube ich, auch selbstverständlich. Zack. Das dürfen sie sich alles jetzt mal bauen. Und dann haben die Bibers da auch ein bisschen schöner. Gut, perfekt. Dann können wir weitermachen. Und das Einzige, was wir jetzt tatsächlich noch tun könnten, wäre die Versorgung der anderen Biberkolonien mit den Waren hier. Und ich bin tatsächlich, wir haben so viele Rohrkolben mehr, wir bauen tatsächlich noch eine Bäckerei. Dann können wir tatsächlich nochmal gucken, dass wir morgen nochmal so ein bisschen die Leute hier damit versorgen, die anderen, also nicht die Leute, die anderen Biber natürlich. Denn das fände ich noch ganz gut. Alles klar, volle Geschwindigkeit. Und wir haben hier tatsächlich Metall. Ne, pass mal auf, wir machen das anders. Wir machen die Metallzäune weg. Dass wir hier nicht zu viel Metall verbrauchen, das wäre ein bisschen ärgerlich. Und machen dort ganz normale Plankenzäune. Ich meine, wir haben so unglaublich viele Planken. Und dann gehen wir mal in die Prioritäten. Die da hinten zuerst bitte. Und dann die. Und der so und so als allerwichtigstes. So, wie sieht es heute aus? 199. Oh Gott, das geht ja aber sowas von langsam. Ich hoffe, dass wir das noch schaffen. Ansonsten mache ich tatsächlich in der letzten Folge einen kurzen Break. Weil das ist ein Versprechen. Das will ich, die Hommage an den Erfindergeist der Biber. Das will ich hier noch fertig sehen. Definitiv. So, nächste Sprengung. Zack. Und dann bauen wir uns die nächsten Windmühlen auf. Einmal eine große Windmühle bitte. Einmal dahin. Und dann können wir das nächste Sprengstoff, nächsten Sprengstoff platzieren. Ach, das ist eine zweite Ebene. Ah, nee, das ist mir zu kostspielig. Dann setzen wir tatsächlich nur noch eine Windmühle. Einmal dahin. Zack. So, da kommt ein Kreuz hin. Da auch. Falls wir da mal doch nochmal irgendwo ran müssen. Ja, das war jetzt Unsinn. Da kommt ein T-Stück hin. So. Einmal daran. Und dann haben wir hier zwei weitere Windmühlen. Denn wir haben tatsächlich nicht allzu... Was heißt nicht allzu viel Energie? Das ist natürlich Unsinn. Wir haben genug Energie. Aber... Also ihr seht, Energieversorgung, wenn der Wind gut weht, dann haben wir genug. Aber ich mache tatsächlich lieber noch ein, zwei Windmühlen mehr. Dann haben wir nämlich definitiv genug. Dann haben wir nämlich definitiv genug hier drin. Okay, gut. Wie sieht es mit dem Wasser aus? Ja, Pumpen laufen noch. Wir sind bei 16 Tagen. Wir haben tatsächlich... Oh,
Es geht tatsächlich auf den Wasserstand von 1 zu. Ich fasse es nicht. Hier vorne sind wir bei 90. Dann machen wir das jetzt tatsächlich mal aus. Wie sieht es denn hier aus? Haben wir hier irgendwo mal so ein Wasserstandsmesser gebaut? Hier sind wir jetzt sogar schon auch ein Level niedriger. Ja, dann könnten wir überlegen, dass wir tatsächlich in die Richtung entwässern, ne? Das machen wir auch mal. Wir machen ihn zu. Wir machen ihn hier zu. Denn er hat genug Wasser. Also wenn ich mir das hier angucke, da ist mehr als genug Wasser vorhanden. Die Pumpen hier sind ja noch nicht mal fertig. Hier ist noch nichts. Hier ist noch nicht großartig was gebaut. Ich weiß auch gar nicht, was die hier... Ach, die, klar, die priorisieren erst den Sprengstoff. Ja, na klar. Ich will aber tatsächlich erst die Pumpen bauen und erst den Teil. Und danach bitte den Sprengstoff. Okay, gut. Haben wir das auch? Ach, guck mal, ist das nicht schön, wie sie hier oben alle sitzen? Herrlich. Herrlich, herrlich, herrlich. So, überflutete Gebäude, das wissen wir. Keine Anleitung ausgewählt. Hier werden bitte Rohrkolbencracker produziert. Sehr gut. Und wie es weitergeht, ihr Lieben, das seht ihr in der nächsten Folge. Wir gucken nochmal. Stand 210 von 300. Es wird, es wird, es wird. Macht's gut, bis morgen, euer Strategie-Nerd. Ciao, ciao.